Der reale Irrsinn auf der Couch. Das ist wirklich nicht zu glauben. Oh. Extra drei. Der reale Irrsinn. Klaus Simon ist Pianist und wohnt in Denzlingen bei Freiburg. Neulich hat er ein Päckchen gepackt mit 25 selbst aufgenommenen brandneuen CDs. Und die hat er einem Geiger per DHL nach Stuttgart geschickt. Wir haben eine professionelle CD aufgenommen mit Tonmeister, Tonstudio, Klavierstimmer. Und wenn man die verkauft, kostet die so 20 Euro. Und wenn man 25 davon nimmt, kostet das ca. 500 Euro. Der Geiger bekommt das Paket, freut sich auf die wertvollen CDs und findet Bremsenreiniger. Ich habe ja, hallo? Das gibt's ja wohl nicht. Bremsenreiniger. Super. Wer tauscht denn CDs aus und legt dafür dann noch Bremsenreiniger rein? Vielleicht will ihm auch einfach jemand sagen, reinig mal deine Bremsen. Das ist ja das Spannende. Wieso schickt der Typ überhaupt einen Bremsenreiniger? Da wartet doch irgendjemand anderer auf den Bremsenreiniger. Der Geiger gibt das falsche Paket bei einer DHL-Station wieder ab. Eine Woche später. Der Geiger bekommt nochmal das falsche Paket. Er verweigert die Annahme. Wo sind die CDs geblieben? Die Sendungsverfolgung findet das Paket leider auch nicht. Also ich habe unglaublich oft mit DHL telefoniert und jedes Mal ist eine andere Fachkraft dran. Man fängt immer wieder bei Adam an. Oh, der hat mit DHL unglaublich oft telefoniert. Weißt du, was das bedeutet? Der ist durchgekommen? Das kann man lassen. Aber der Arme, ich stell dir vor, da hängst du immer in diesen Warteschleifen. Also man könnte nebenbei irgendwie die Wohnung streichen, putzen. Er hätte neue CDs aufnehmen und verschicken. Neue CDs aufnehmen. Echt, musstest du auch mal anrufen dort? Das habe ich einmal versucht und hab kapituliert. Ah, hallo, mein Paket ist verloren gegangen. Dann müssen Sie eine Verlustmeldung machen. Ah, wo mache ich das? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich finde das nicht. Ja, tut mir leid, ist leider schwer zu finden. Toll. Herr Simon findet zwar die Seite mit der Verlustmeldung, braucht nun aber eine sogenannte Anliegennummer. Wieder Zeit für die DHL-Hotline. Wo kriege ich diese Anliegennummer? Die bekommt man zugewiesen. Aber wer weist sie zu? Der, der den Fall bearbeitet. Drei Wochen später. Klaus Simon bekommt ein Paket. Packt es freudig aus und findet... Plötzlich habe ich die Bremsenreiniger bekommen. Und Absender und Empfänger war beides ich. What? Das ist wie das Meme, so, am I a joke to you? What? Absender und Empfänger war beides er? So ein Bumerang-Paket, das kommt immer wieder zurück. Jetzt macht das eine Runde wahrscheinlich, mehrere Runden. Er zu sich selbst immer. Überraschung. Das ist Schrottwichteln per Post. Wie kommt sein Aufkleber auf dieses Paket? Tja, das weiß ich auch nicht. Weil Klaus Simon aber keinen Bremsenreiniger verschickt hat und auch keinen braucht, bringt er das Paket zurück. DHL hat es allerdings nicht angenommen, weil er ja Absender und Empfänger ist. Trotz unzähligen E-Mails und Telefonaten, die CDs sind futsch. Die DHL kümmert sich nicht drum. DHL hat die CDs zwar immer noch nicht gefunden, versichert aber, in sämtlichen Prozessen unserer Logistik haben wir hohe Sicherheitsstandards etabliert. Trotzdem kann es in einigen Einzelfällen passieren, dass ein Paket nicht erfolgreich zugestellt werden kann. Nachricht von DHL. Die 500 Euro für die verloren gegangenen CDs wurden nun doch erstattet. Ach ja, sind die CDs wieder aufgetaucht? Nee, die sind nicht wieder aufgetaucht. Die hat wahrscheinlich der Absender der Bremsenreiniger. Falls Sie, lieber Absender der Bremsenreiniger, den Beitrag hier gesehen haben und zufällig ein paar CDs zu viel haben, melden Sie sich gern bei Herrn Simon. Absolut, er war cool. Der ist eine Schwiegertochter gesucht, das ist das.
falls Sie sich angesprochen fühlen, diesen süßen Bremsenreiniger Ihr eigen nennen zu dürfen. Das wäre cool, wenn sich jetzt wirklich jemand meldet. Ich würde den Bremsenreiniger behalten, klar. Ich würde einfach dieses Paket noch mal ein paar Mal abschicken. Vielleicht kommen irgendwann die CDs wieder zurück. Also. Magic of DHL. Im Bad Segeberger Museum haben sie eine sensationelle Entdeckung gemacht. Es war nämlich immer so kalt im alten Haus von 1541. Das war nicht immer leicht für die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Es ist halt ja, schattig kühl halt. Wenn man auf einer Stelle stehen bleibt, dann ist es also fußkalt. Und deshalb hat der Museumsleiter schon vor 10 Jahren verkündet, da hat der damalige Leiter gesagt, also wir machen im Winter zu, weil es keine Heizung gibt. Und dann kam Herr Schweim. Der neue Ehrenamtliche im Museum ist zufällig Elektroinstallateurmeister und verfügt deshalb über interessante Kenntnisse. Bei mir kam die Museumsleiterin an und sagte, mir ist kalt, ich kann unten nicht mehr sein. Und da hat der Elektroinstallateurmeister mal recherchiert. Als ich dann die Lüftungsschlitze gesehen habe, da habe ich mir natürlich gedacht, irgendwo muss da auch was Warmes rauskommen, muss es eine Heizung geben. Er beschloss, mal genauer nachzusehen, im Keller. Und was sieht er? Überraschung! Eine Heizung. Es gibt eine Heizung. Eine Heizung. Eine Heizung. Das ist ja irre und keiner weiß davon. Hä? Wie kann das sein? Oh nein. Sag nicht, die funktioniert und er muss die nur einschalten. Und das sieht gar nicht so alt aus. Voll das moderne Rohrsystem. Ja, ist echt so. Das ist ja ganz oft im Museum so, dass, was, dass so kalt ist. Nein, dass im Magazin Dinge plötzlich entdeckt werden, die da schon seit 100 Jahren drin sind. Wenn das verschwundene Bernsteinzimmer gewesen wäre, okay. 10 Jahre lang war das Museum im Winter geschlossen, weil es keine Heizung gab. Und jetzt gibt es doch eine? Diese große sogenannte Heizungsanlage. Warum die keiner gesehen hat, weiß ich nicht. Natürlich war die Heizung nach 10 Jahren Stillstand auch etwas hinüber. Fest war diese Pumpe. Aber da müssen Sie nur hier vorne die Schraube lösen, einmal drehen und dann läuft sie wieder. Jetzt nur noch schnell das verschollene Thermostat finden. Ein Heizungskrimi. Die Leitungsverfolgung ergab denn, dass hinter dieser Dekowand ein Thermostat sein musste. Mit dem Spiegel haben wir gesehen, dass da was war. Dann haben wir sie weggenommen und haben dann diesen schönen Thermostaten da gefunden, der im ausgeschalteten Zustand vor sich hin dämmerte. Den haben wir eingeschaltet und dann lief es wieder. Das ist echt schön. Ja, da haben sie Energie gespart. Ne? Ja, wirklich. Das ist wirklich echt ein umweltfreundliches Museum. Ganz schön Heizkosten gespart über die 10 Jahre. Die Heizung im Dornröschenschlaf, großartig. Aber ja, jetzt lässt sich die Heizung nicht mehr ausschalten und die machen im Sommer dicht. Da muss irgendein Mitarbeiterwechsel gewesen sein. Ja, vielleicht ist der alte Museumsleiter irgendwie gestorben oder sowas und dann hat der nächste mit ins Grab genommen, das Geheimnis um die Heizung. Personalwechsel, Information nicht richtig weitergegeben. Bad Segeberg ist top. Bam. Dank Herrn Schweim ist die dunkle Eiszeit im Museum endlich vorüber. Und ganz Bad Segeberg freut sich mit. Eigentlich unmöglich, weil im Grunde man muss doch wissen, ob im Haus eine Heizung ist. Man hat nicht geguckt wahrscheinlich. Nach 10 Jahren festzustellen, dass doch eine Heizung ist. Und jetzt, wo die verschwundene Heizung wieder aufgetaucht ist, ist das Museum auch im Winter wieder geöffnet. Super. Kommen Sie ins Segeberger Bürgerhaus und bewundern Sie die neueste Museumsattraktion. Bad Segeberg. Winnetou war gestern. Jetzt müssen wir da mal hin. Das ist der Hammer. Unbedingt. Wer verirrt sich dann im Winter nach Bad Segeberg? Aber wenigstens mit Happy End. In Coesfeld in NRW gibt es eine niegelnagelneue Aussichtsplattform. Jetzt können die Coesfelder schön die Aussicht genießen. Auf das Einfamilienhaus von Edith und ihre Hecke. Nein! Mit
einem Wahnsinnsausblick. Welchen Anwohner mögen wir gar nicht? Dem bauen wir eine Aussichtsplattform in den Garten rein. Edith war nicht zu Hause, als es gebaut wurde, um rauszulaufen und zu sagen, spinnt ihr? Ich würde wahrscheinlich erstmal eine Hecke pflanzen. Also mein Vorschlag wäre da, eine schöne Fototapete hinzukleben. Na, auf jeden Fall eine Pergolawand. Fenster zumauern. Edith hat schon selbst ausprobiert und ist begeistert. Die Plattform. Ja, abgesehen von den hohen Kosten, die dadurch entstanden sind, würde ich sagen, hätte man sich vielleicht, wenn man noch mal einmal hinter über meine Schulter gucken könnte, eine andere Wahl gewählt. Wieso? Der Standort ist doch prima. Also den Standort hätte ich vielleicht auf einer anderen, eine andere Begebenheit, nicht unbedingt so, dass man mir auf dem Teller gucken kann. Vielleicht ist es ja spannend auf Ihrem Teller. Die Kursfelder können jedenfalls gar nicht genug kriegen von der Aussicht. Also persönlich halte ich diesen Steg für vollkommen überflüssig. Man schaut ja einfach auf ein Haus. Auf was soll man hier seinen Blick richten? Man kann sich hier die Nachbarshäuser angucken. Aber die kannst du so hier gucken. Ja. Also es macht einfach keinen Sinn, das Ding. Doch. Immerhin erlaubt die neue Plattform auch einen wunderschönen Blick auf den reizenden Mühlbach. Und hat nur 30.000 Euro gekostet. Ein Schnäppchen, schwärmt auch die Bürgermeisterin von Coesfeld. Wir sagen ja, es bringt noch einen zusätzlichen Mehrwert, nämlich dass man wirklich den Blick von oben auch auf diesen, nicht unbedingt nur auf den Mühlbach und das Wasser, das ist uns bewusst, dass es ein kleiner Fluss ist, sondern gerade auf diesen Bereich, wo Kinder, Familien sich unten tummeln, vielleicht auch Picknick machen und man ein bisschen Gemeinschaft dann auch erleben kann. Picknick machen? Da unten? Ja, und dann möchtest du da picknicken, wo die anderen von oben auf dich herabschauen? Ich hätte dann wenigstens gesagt, dass da der gemeine Schwanzlurch ist, den es irgendwie nur alle 30 Jahre mal einmal bei Vollmond gibt. Da gibt es einen ganz seltenen Grottenolm. Stell dir vor, wie Edith da steht. Ich bin der König der Welt. Ja, von der Plattform aus Gemeinschaft betrachten. Hier geht's nämlich gar nicht darum, dass man mir auf den Teller gucken kann. Das wäre jetzt so das, was mich am meisten an dieser ganzen Sache stört. Ja gut, kann natürlich jeder hingucken, wo er will. Das kann die Bürgermeisterin ja auch nicht kontrollieren. Grundsätzlich müssen wir sagen, hier führt ein Weg lang. Hier ist Belebung, hier können Menschen in die Richtung schauen. Ohne Steg und mit Steg. Ob ohne Steg oder mit Steg. Edith freut sich jetzt schon auf den kommenden Sommer. Was wird mich da erwarten? Wie hoch ist dann hier so der Publikumsverkehr? Und wo bleibt mein ruhiges, bescheidenes Leben? Ja, vielleicht steht schon bald im Coesfelder Anzeiger. Bei Edith gab's gestern Schnitzel. Lecker. Schon wieder Schnitzel. Gab's doch letzte Woche erst. Sie kann auch ein Bildschirm hinstellen, das Menü heute Abend. Wie groß ist Coesfeld? Wie viele Leute könnten da vorbeikommen? Ja, aber man braucht ja keine Aussichtsplattform im Dorf. Jeder, der da wohnt, will es einmal ausprobieren und gucken, dass es nichts zu gucken gibt. Einmal. Ja. Das wird der Mittelpunkt von NRW werden. Nur bei uns in Coesfeld, Edith und ihr Einfamilienhaus. Arme Edith. Öhringen in Baden-Württemberg. In der großen Kreisstadt im Landkreis Hohenlohe sind auch die gestalterischen Ambitionen groß. Denn das Stadtlogo sieht seit 25 Jahren so aus. So konnte es unmöglich bleiben. Jetzt ist dieses Signet etwas in die Jahre gekommen. Also jede große Firma, jeder Konzern erfindet sein Logo mehr oder weniger immer wieder neu. Man muss auch mit der Zeit gehen. Es sind ja verschiedene Trends, die dann auch wirken, um an die Kunden, an die Bürger auch wirklich ranzukommen in moderner Form. Und um dieses Profil jetzt für Öhring zu schärfen, haben wir dieses Logo jetzt umgewandelt und etwas erneuert. Das alte Logo ist völlig verstaubt. Das neue hingegen punktet mit diesem freshen Design. Nee. Spul nochmal zurück. Moment. Wow. Geil. Was hat sich da jetzt an dieser Diese Linie ist weg. Ist bei dem neuen Logo einfach nur der Strich in der Mitte rausgenommen worden? Welcher Strich ist weg? Der Strich, siehst du diesen Strich nicht? Welcher? Der schwarze Balken, der da jetzt ist. Ach, der ist neu. Der ist weg. Im Endeffekt ist es gleich. Wo ist da der Unterschied?
Was hat sich geändert, kann ich gerade nichts sagen. Da ist so ein Strich und hier nicht. Genau, der Strich ist weg. Dieser Trennstrich ist nicht mehr üblich und darum war es nötig, dass wir einen Facelift angehen. Total 90er, so ein Trennstrich, voll altbacken. Die Öhringer sind längst viel weiter. Ob der Strich dort ist oder nicht, das wäre mir gerade egal. Also mich würde der Strich jetzt nicht stören, also ich der kleine Strich, vielleicht macht er den Unterschied. Ja. Absolut. Es sieht zwar für den Laien nach wenig aus, was hier verändert wurde. Da steckt trotzdem viel Arbeit drin, um diese Struktur zu erhalten, aber gleichzeitig in die Zukunft zu bringen. Dafür hat die Stadt erstmal einen Arbeitskreis mit Vertretern aus allen Ämtern gegründet. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Wie heißt der? Wenn man nicht weiter weiß, bin man einfach im Arbeitskreis. Die Arbeit steckt da im Detail. Ja. Und der Schlüssel ist schmaler geworden. Das würde ich mir noch mal gerne nicht angucken. Das ist nein, genau. Was siehst du da schmaler? Ich glaube, der Schlüssel ist auch ein bisschen kleiner geworden. Nein, der Schlüssel ist immer auch gleich. Echt? Ich glaube, der Zacken ist ein weniger oder ein mehr. Oh, was achtet ihr auf Zacken und schmal? Ey? Und genauso viel Zähne am Schlüssel, ja, ne? Ja, und eine andere Schrift. Bist du dir sicher, dass das eine andere Schrift Na, klar, ist? Ist das eine andere Schrift? Das ist wie so ein Suchbild. Und wir hatten ein Grafikbüro dann beauftragt, uns das Know-how, das Professionelle mit einzubringen. Die Gesamtkosten waren 9.000 Euro. Ja, das ist auch eine schöne Summe. Da bin ich aber froh, dass Deutschland so Probleme hat. Da bin ich echt froh. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Also ich verstehe das Sinn und Zweck ehrlich nicht. Von wegen ansonsten ist alles gleich. Es gab noch andere wegweisende Neuerungen. Wir haben jetzt diese neue Schrift, das ist die Foundry Sterling, die jetzt einfach moderner ist und zeitgemäßer das Profil von Öhringen darstellt. Okay, ohne Worte. Die Buchstaben sind etwas anders. Etwas anders. Die Buchstaben sind jetzt hip und wieder auf der Höhe der Zeit. Mutig, dass Öhringen sich sowas traut. Wenn man noch mal direkten Vergleich dann auch sieht, dann denke ich schon, dass es der untere Bereich jetzt in die Zukunft weist. So ist die große Kreisstadt Öhringen für die große Zukunft gewappnet. Na logo. 9000 Leute, das glaubt doch wohl keiner, weil dann müssen doch alle Schilder ausgetauscht werden. Man braucht Briefpapiere, man braucht alles, Visitenkarten, alles, alles. Das ist mega Aufwand und kostspielig. Ja. Ich möchte nach Öhringen fahren. Ich möchte mir das anschauen. Öhringen schafft's. Ja. Auf in die Öhringen Zukunft. Macht's. Toi, 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 Öhringen. Psst, hören Sie mal. So klingt die Klangstraße in Berlin-Marzahn. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Das war im letzten März noch ganz anders. Für schlappe 35.000 Euro wurde die klingende Klangstraße hier aufgebaut. Ich meine, ich bin ja auch noch aufgegangen, um mal ein bisschen rumzuspringen. Aber ich hab da nichts rausgekriegt, also bloß pling-plong. Tja, und jetzt kriegt keiner mehr etwas raus. Nicht mal mehr pling-plong. Es ist nur, dass es nachgibt, ohne Ton. Jetzt liegt's da stumm, vergammelt. Die sind nutzlos, ja. Dabei sollten die Klangelemente einen großen Nutzen bringen. Für die musikalische Früherziehung. Gerade hier im Bezirk Marzahn. Es ist ja schon sehr wichtig, dass Kinder auch im Außenraum sozusagen sehen, was gibt es für Töne und wie können man damit umgehen. Nur die direkten Nachbarn können mit den Tönen nicht so gut umgehen. Ding, dong, dong, ding, 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 dong, dong. Ja, nee, danke. Nee. Bestimmt saulaut da. Oropax? Ja. Da hätten auch keine Oropax geholfen. Nee. Furchtbar. Also, selbst ich als Schwerhöriger bin schon genervt. In einem Bezirk, der dicht besiedelt ist. Wie Marzahn. Ja, und dann so eine öffentliche Beschallungsstraße. Da sind auch schon einige Kinder taub geworden beim Spielen. Ja, weil da auch wieder Leute entschieden haben, die da halt nicht wohnen. Man muss sich natürlich auch mal fragen, ob das nun wirklich was mit musikalischer Erziehung zu tun hat. Früher hatten wir Blockflöten. Jetzt haben wir Klangschalen auf der Straße. Sollen Sie den Kindern Musikinstrumente schenken? Es hat in meinen Augen und Ohren mit Musik überhaupt nichts zu tun. Es ist ein sinnloses Rumgehopse, Getrampel. Meine Nerven sind ein bisschen angetastet. Ach Ivo, wieso das denn? Das ist Kunst.
Und zwar keine leise. Hier werden fast 100 Dezibel erreicht. So laut wie eine Kreissäge, eine Schleifhexe oder eine Diskothek. Wow! 100 Dezibel. Ja, 100 Dezibel. Ja, schon gut laut. Plus Kinderschreie. Dreh mal einen Ghetto-Blaster auf 99 Dezibel. Da kommt die Polizei. Gilt das hier als Ruhestörung? Ja, natürlich. Von der Schicht nach Hause gekommen, endlich mal hinlegen. Bling, blong. Ja, das ist mal Sturm und dann drehen die Dinger auf einmal los. Stell dir vor, du bist in Quarantäne und kannst deine Wohnung nicht verlassen. Körperverletzung. Körperverletzung, Anzeige ist raus. Da sind zwei Mieter, die haben Hörgeräte, die mussten sie wirklich nachts rausnehmen. Also irgendwann ist das so nervend, dass man einfach, am liebsten würde das hier wegreißen. Aber das müssen sie doch gar nicht. Das Bezirksamt handelt sofort. Unverzüglich. Die Klangelemente sind an dem Tag der Eröffnung auf Wunsch der Bürger von einem Techniker abgeschaltet worden. Nein! Am Tag der Eröffnung! Nicht am Tag der Eröffnung. Am Tag der Eröffnung auf Wunsch der Bürger von einem Techniker abgeschaltet worden. Am Tag selber. Soll ich das nochmal vorlesen? Also die Klang... Aber seit wann reagiert die Verwaltung so schnell? Das muss ja krass gewesen sein. Nein, da wurde selber bestimmt der Bezirksamtleiter von Marzahn. Da ist einer direkt rausgerannt. Ja. Sie bleiben hier. Ja, genau. Aber es ist auch so richtig Schlag in die Fresse von dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Klangelemente. Jetzt schnall ich das erst. Diese Stille, die die Klangstraße für 35.000 Euro seither umweht. Herrlich. Nicht schön, aber viel Planung. Geldverschwendung hätten sie wirklich woanders einsetzen können, wo gebraucht wird. Tipps einige Ecken, wo gebraucht wird. Na, hören Sie mal. Oder gerade nicht. Hinterher ist man immer schlauer. Konnte man ja nicht wissen, dass Klangelemente laut sind. Was hat das Bezirksamt mit denen jetzt eigentlich vor? Es besteht kein aktueller Handlungsbedarf. Nicht richtig durchdacht und dann wird da irgendwas hingezimmert und dann bleibt es liegen und das ist traurig. Schildbürgerstreich. Aber es sieht schick aus und hat Geld gekostet. Eine Klangstraße, die nur noch schick aussieht, aber keinen Ton mehr von sich gibt. Na, wie klingt das? Nicht gut. Gut. Ich höre nichts. Braunschweig geht ganz neue Wege. Gegen schlechte Luft kämpfen hier Mooswände mit integrierter Sitzbank. Denn so eine Mooswand kann jede Menge Autoabgase wegatmen. Also theoretisch. Habe ich noch nie gesehen. Du? Ich auch nicht. Mhm. Okay. Ja. Mooswände mit integrierter Sitzbank an einer Hauptverkehrsstraße. Nun guck doch mal die Sitzmöglichkeit an, direkt an der Bordsteinkante. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und wer will denn bitte schön auf diesem Mittelstreifen, auf diesem Stuhl, auf dieser Bank da liegen? Das ist ein richtig guter Place für ein Essen State. Das ist eine ganz gute Idee, aber richtige Bäume wären meiner Meinung nach besser. Richtige Bäume sind doch oldschool. So ein City Tree ist der heiße Scheiß. Hier gibt's integrierten Klimaschutz mit urbanem Grün. Braunschweig erhofft sich dadurch eine Verbesserung der lokalen Luftqualität infolge einer Filterleistung der Mooswände. Wahrscheinlich sind das ja in irgendeiner Art irgendwie Pilotprojekte oder so. Ich denke, man muss auch einige Dinge ausprobieren, um am Ende zu sehen, dass es nicht funktioniert. So, dass es nicht funktioniert. Okay. Und soll es jetzt effizienter sein als ein Baum? So eine kleine Fläche soll gegen schlechte Luft helfen. Mooswand könnte ich noch verstehen, aber da brauchst du doch riesige Flächen, damit das irgendwas bringt, auf eine Stadt gerechnet. Ja, leider. Es funktionierte nicht, weil bei den Mooswänden manchmal was vergessen wurde. Ich glaube, es gab dann ganz lange eigentlich eine Zeit, wo die irgendwie gar nicht bewässert wurden, was eigentlich regelmäßig gemacht werden muss. Kleinigkeiten wie Gießen wurde vergessen. Und die Technik, die die Feinstaubbelastung messen sollte, ist auch oft ausgefallen. Deshalb musste die Stadt leider einräumen. Eine Wirksamkeit der City Trees bezüglich der Feinstaubfraktionen konnte an der Mooswand nicht sicher nachgewiesen werden.
blöd. Dafür, dass sie nicht wirken, sind sie etwas teuer. Ich rate 100.000 Euro. Ja, pro Stück nicht. Erstmal kosten beide City Trees 92.000 Euro und die Wartung 20.500. Warte mal. Meinte ich nicht 100.000? Wie viele Bäume kannst du davon pflanzen? Ja, ich dachte pflanzen? Mir auch gerade. Mit diesen 112.500 Euro hätte man auch 75 weitere Stadtbäume pflanzen können, von denen man weiß, dass sie eben positive Effekte fürs Klima und auch fürs Stadtbild herbeiführen. Nee, das wäre ja zu einfach. Da könnte man ja auch die Bürger fragen, wofür die denn das Geld ausgeben würden. Eher für große Grünanlagen. Das wäre auch positiver für die Umwelt als so eine Mooswand. Grünanlagen? Bekloppte Idee. Da muss man erst mal drauf kommen. Amen. Genau das. Das kann man auch als Miniatur ausprobieren, ob das alles funktioniert. Da muss man nicht so ein riesen Ding da mitten in die Stadt hinstellen. Das sind echt nicht schön, die Dinger. Kannst du jetzt als Kunst benutzen, finde ich. Kannst du im Park stellen. Ich finde die Mooswände super. Ich würde mir auch so eine Mooswand hinstellen. Da fahren wir aber jetzt nicht hin. Ich will aber hinfahren. Herrliche Aussichten für den Bahnhof in Lauchhammer in der Lausitz. Hier hat die Bahn unter Hochdruck diese neue Fußgängerüberführung gebaut. Auf ihr gelangt man in Windeseile von Bahnsteig zu Bahnsteig. Sogar fast immer. Man möchte ja zu jeder Tageszeit oder bei jedem Wetter, sei es kalt, warm oder Gewitter, Regen, da drüber kommen. Ja, das wäre schön, aber die Bahn wäre nicht die Bahn, wenn es so einfach wäre. Da müssen wir vorher immer erst mal den Wetterbericht hören, ja. Ja, denn bei Gewitter ist die Brücke dummerweise ein bisschen lebensgefährlich. Hier wird man geblitzdingst. Das Schild, Alter. Das Schild ist super. Da war jemand mit Photoshop sehr kreativ gewesen bei diesem Schild. Schön. Oh, haben sie es bei Paint ausgedruckt? Ja, also eine Art Blitzableiter. Aktuell ist der Blitzschutz an dieser Überführung noch nicht vollständig hergestellt. Bis dahin darf die Brücke bei Gewitter nicht betreten werden. Tja, Pech, wenn man bei Gewitter auf den anderen Bahnsteig möchte. Aber während des Gewitters wartet man eben einfach, bis die Gefahr gebahnt ist. Der ist ja lange weg, der Zug. Der, so lange wartet der nicht, bis das Gewitter weg ist. Wenn ich den Zug erwischen muss, dann ist es zeitlich natürlich blöd. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem benutzen, wenn da Gewitter wäre. So. Also, naja. Man sagt ja immer, no risk, no fun, oder? Ja, und für noch mehr Fun nimmt man stattdessen einfach den ebenerdigen Umweg. Und nach nur 1,5 Kilometern ist man blitzschnell am anderen Bahnsteig. Es ist doch erschreckend, dass man im Jahr 2021 in Lauchhammer nicht mal alleine Zug fahren kann, wenn man irgendeine Einschränkung hat. Diese Überführung flasht eben jeden. Jo, die flasht so richtig, ne? 1,5 Kilometer. Im Gewitter. Einen Kilometer im Gewitter. Und der Zug ist weg. So, du bist jetzt auf der Seite, es gibt Gewitter, dein Zug kommt in 5 Minuten. Was machst du? Ich meine, die Bahn kommt doch sowieso immer zu spät. Sind die des Wahnsinns? Ja, und schließen das nicht und lassen das vorher mal prüfen, bevor sie das freigeben? Aua. Ja, was für ein Donnerwetter, du. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten, da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten, da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen, okay? Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.